Das Haltungsmodell meines Erachtens nach wirklich über 30 Jahren für mich eines der umfassendsten Modelle, auch im Eingedenk. Es ist natürlich nur ein Modell. Es hilft mir aber so sehr auf dieser Reise, Räume zu entdecken in einer wunderbaren Komplexität, wie ich sie vorher noch nicht betrachtet habe. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Lisa Ritter und Susanne Zaninelli. Beide beschäftigen sich mit den Ebenen Ich als Coach, Wir als Teamentwicklerinnen und alle mit der Entwicklung von Organisationen und Kulturen. Wir tauschen uns darüber aus, wie das Modell der Haltung unsere Arbeit mit Individuen, Teams und Organisationen unterstützen kann. Dabei geht es auch darum, von einem hektischen Schneckentempo zu einem radikalen Schritttempo zu kommen. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Hallo, hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich heute besonders über Ich, wir alle sprechen zu können. Denn heute spreche ich mit Lisa Ritter und Susanne Zaninelli darüber, wie man das Modell in der Praxis nutzen kann und wie ihr das auch in der Praxis nutzt. Ja, Susanne, du bist Organisationsentwicklerin, hast stark mit den Themen Kultur zu tun gehabt in den letzten Jahren, betreust aber auch Teams und bist Coachin. Ja, und Lisa, bei dir ist es ganz ähnlich, auch du bist auf den Ebenen Ich, wir alle tätig, auch Organisationsentwicklerin, betreust Teams und coachst auch, ja, sodass wir alle drei Ebenen beleuchten können. Susanne, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Du kommst ja auch aus dem interkulturellen Kontext und arbeitest da ja schon lange mit Kulturmodellen, Kulturentwicklungsmodellen. Wird denn vielleicht auch das Modell der Haltung deiner Arbeit beeinflusst oder wie hat sich überhaupt diese Arbeit im Interkulturellen in den letzten Jahren entwickelt? Ja, Martin, das war eine wirklich bewegte, spannende Reise, die jetzt schon über 30 Jahre andauert und sich doch sehr, sehr verändert hat. So angefangen haben wir mit vergleichenden Standortbestimmungen. Die haben sich ausgedrückt insofern, als dass wir gesagt haben, wir vergleichen mal die ganzen Landeskulturen. Also wir haben uns auf das Wir gestürzt. Und da gab es dann so Muster, die man erkannt hat und wo man sich einordnen hat können, wo steht denn Deutschland, USA oder China? Bis ich dann gemerkt habe, Mano, das alleine, das ist eigentlich ein bisschen wenig. Und ich habe angefangen, es in den Alle-Kontext, in den wirtschaftlichen Kontext zu stellen. Und bin dann auf dieses Konzept dieser vier Wellen gekommen, die Agrarkultur, die Industriekultur, die Informationskultur und erst in den letzten 10 Jahren auch diese sogenannte Holistikkultur. Dann wurden die Landeskulturen eingebettet in einen wirtschaftlichen Kontext. Wo stehen die da denn? Bis ich wiederum gemerkt habe, eigentlich ist es egal, ob du Chinese oder ich Amerikanerin bin. Das konkrete Gegenüber, ja, wer bist denn du als Chinese und wer bin ich als Amerikanerin, uns noch einmal ganz individuell einzuordnen, also das Ich.
Das heißt, wir haben jetzt schon Ich, Wir und Alle abgedeckt, aber auf eine ganz bestimmte methodische Art und Weise. Es ging immer nur um eine vergleichende Standortbestimmung, die dazu führte, dass wir Anleitung von Verhalten gegeben haben. Und es ging um Do's and Don'ts. Und das wurden Methoden vermittelt und das dann nannte man damals auch Training. Also Nomen est Omen, genauso war es ja auch gewollt. Bis ich gemerkt habe, nee, das mit den Do's and Don'ts, das funktioniert gar nicht. Was waren denn da so Beispiele von Do's and Don'ts, die man so trainiert? Tja, sowas wie, und wenn du in arabischen Ländern bist, dann darfst du die Beine nicht überkreuzen und darfst die Schuhsohlen nicht zeigen. Oder in Thailand darfst du kleinen Kindern nicht die Hand auf den Kopf legen. Oder überreiche deine Visitenkarte genauso und nicht anders, denn sonst würde der Business Deal nicht klappen. Das war immer die Drohung, die am Ende stand. Da funktioniert irgendwas gar nicht. Naja, bis ich dann so gemerkt habe, wusch, geht ja gar nicht. Das war relativ früh schon nach so 2-3 Jahren, habe ich gesagt, Moment, die Welt wandelt sich, auch die Kulturen wandeln sich alle. Und es gibt ja nicht nur interkulturelle Unterschiede, sondern auch intrakulturelle Unterschiede. Unsere eigene Kultur, was heißt hier schon Deutsch, wandelt sich ja unglaublich. Wir haben immer mehr multikulturelle Mitarbeitende. Wir haben ganz unterschiedliche Abteilungskulturen in einem Unternehmen. Und die Märkte verändern sich natürlich. Das heißt, wir sind dann immer mehr von reiner Methodenvermittlung, Standortbestimmung dazu übergegangen, uns die eigene Kultur in ihrer Multikulturalität anzuschauen. Und wir haben uns immer mehr das ganze Thema unter dem Aspekt von Wandel angesehen. Und dann bin ich eigentlich automatisch schon vor 15 Jahren zu diesem Schritt gekommen, dass von einem Training wurden Seminare und dann wurden Lernreisen. Und da ist genau das Modell der Haltung das richtige Instrument, weil wir jetzt von der Standortbestimmung zum Wandel, zur Entwicklung von Bewusstsein gekommen sind. Und jetzt gestalten wir Lernreisen. Wir stellen uns die Frage, was steht denn hinter unserem Verhalten? So ein bisschen wie auf der Bühne vorne, da agieren die Schauspieler. Aber was ist denn hinter der Bühne? Da sitzt der Souffleur. Was ist das Bewusstsein, das uns zu diesen Handlungen bringt? Und vor allem das Allerwichtigste war, dass wir erst über die Haltungen, dieses Bewusstsein darüber, aus welchem Weltbild heraus betrachte ich eigentlich die Welt, ich die Fähigkeit erhalte, mich und andere Menschen so anzuschauen, wie sie sind. Und es gibt mir dann auch die Fähigkeit, situationsbedingt reagieren zu können und nicht, weil es eine Regel gibt. Also kannst du mit dem Modell der Haltung eine entwicklungsorientierte Perspektive anbieten, die eben das Verhalten oder die dahinterliegenden Haltung so ein bisschen besser einordnet? Absolut, weil das ist der Schlüssel für Perspektivenwechsel. Und das war etwas, warum ich mittlerweile alles andere, diese Paradigmen, die wirtschaftlichen, verwende ich genauso noch, auch die Kulturkategorien, aber die, darunter die Basis sind immer die Haltungen. Und das schenkt den Menschen auch sehr viel mehr Sicherheit, sehr viel mehr Orientierung, sich selbst und andere sehen, erkennen und anerkennen zu können und damit auch eine viel größere Empathiefähigkeit, was wiederum zu einem erhöhten Lösungsorientierung führt. Ist denn deine Beobachtung, dass auch im interkulturellen Kontext dieses Modell der Haltung zutrifft? Also entwickeln die sich denn da ähnlich von eben dualistischem Denken zu rationalem, zu mehr Eigenbestimmten, zu relativierendem? Ja, das Spannende ist tatsächlich, egal wo auf der Welt, auf welchem Kontinent, in welchem Land, das Modell ich einführe und den Leuten nahebringe, alle sagen, sie kennen auf der individualpsychologischen Ebene immer bis zu einem gewissen Grad diese Entwicklungsstufen und zugleich, und das ist jetzt das tolle Spannende, sagen sie ja, je nach kulturellem Umfeld werden bestimmte Haltungen mehr oder auch weniger oder gar nicht gefördert.
Und das ist so spannend, dass man dann auch manche Leute sagen, ich habe das Gefühl, ich passe überhaupt nicht in meine Kultur, weil ich individualpsychologisch da ganz anders unterwegs bin. Mhm. Ja, das ist interessant. Kannst du das auch beobachten, Lisa, dass dieser interkulturelle Kontext in Organisationen sich damit vielleicht neu darstellen kann, wenn man diese, ich sag mal, Landkarte der Haltung in der Hand hat? Ich fand es gerade auch total spannend, Susanne so zuzuhören, weil sie ja dieses alles mit in Betracht zieht. Wie verändert sich auch die Welt und damit die Haltungen in der Welt? Und das ist so. Es gibt wie eine Sprache, das Modell, um sich über diese Unterschiedlichkeiten auszutauschen auch. In welcher kulturellen oder in welcher Haltung ist das Unternehmen mehrheitlich unterwegs? In welcher Haltung bin ich unterwegs? Passt es zusammen? Gibt es da so einen riesen Gap? Tut es weh, innerlich dort zu arbeiten? Und aber auch diese interkulturellen Aspekte damit besprechbar zu machen. Die Unterschiede, die es dort gibt. Was natürlich viel mit Werten zu tun hat, die dahinter liegen. Ja, genau. Neulich habe ich auch mit Mitarbeitern einer international tätigen Firma gesprochen und die haben auch gesagt, sie können ihre Führungsleitbilder nicht einfach konzernweit ausrollen, weil sie müssen unterschiedlichen Haltungen, unterschiedlichen kulturellen Kontexten gerecht werden. Ja, man kann eben nicht mal eben so gleichgeschaltet alle Bereiche gleich führen, sondern da braucht es eben auch eine Sensibilität für Denkweisen und den dahinterliegenden Haltungen. Ja, das ist auch meine Erfahrung und dieser Zentraldirigismus, der in Unternehmen ja gerne gefahren wird, diese sogenannten Global Rollouts, alles für alle gleich machen, ist natürlich problematisch. Und zugleich, je erweiterter aus einer erweiterten Haltung solche Global Rollouts kommen, umso mehr kann ich ja frühere Haltungen integrieren. Ja, das ist ja so dieser Ruf nach Einheitlichkeit, ja, mit dem Wunsch, kontrollieren und messen zu können. Ja, und alle müssen mit einer Stimme reden, weil der Umgang mit Vielfalt vielleicht noch nicht so als wert gesehen wird oder bereichernd. Lisa, was ist deine Perspektive? Zukunft braucht Vielfalt. Da bin ich wirklich total überzeugt davon, weil es immer komplexer wird und wir das nur schaffen, wenn wir diese Perspektiven alle zusammennehmen. Und ich weiß auch früher, als ich unterwegs war, war das, ich habe auch ganz viele Trainings gemacht, wo man einfach das so gar nicht die Meinung oder die Perspektive von den anderen abgeholt hat, sondern so ist es, so jetzt machen wir das. Unendlich viel Widerstand da in den Trainings auch erlebt. Und ich finde, die Türen in den Unternehmen oder in den Herzen von den Menschen sind auch offen, dass es wie so eine Demut gibt, ja, das ist so komplex, da brauche ich die andere Perspektive. Und das ist auch schön zu erleben, also auch bei mir selber. Es kommt mir auch dieser Gedanke, dass natürlich dieser Bezug auf ein kollektives Wir, was einheitlich ist, so der erste Reflex ist, ja, weil das kennen wir aus der Gemeinschaftsbestimmung, ne? Alle müssen sich an Regeln halten und das ist dann das gute Wir, weil dieses Wir der individuellen Vielfalt ist vielleicht etwas, was noch nicht so bekannt ist. Jetzt merken wir so, ach ja, das wird ja immer mehr Realität, ja, in der Zusammenarbeit, in Konzern, in Unternehmungen. Und trotzdem ist es ja noch sowas, wo wir reflexartig, und wir sehen es in der Politik auf ganz vielen Ebenen, immer noch zurückschrecken und sagen, wir brauchen irgendwelche Vereinheitlichungen, Abgrenzungen, abgegrenzte Wirs. Ja. Ja, und ich glaube, da bestehen einige Missverständnisse. Das eine ist, dass manche Menschen glauben, es müssten alle dieselbe Haltung haben. Gerade was jetzt dann diese Haltung der Multiperspektivität, des systemisch Autonomen anbelangt. Und ich glaube das nicht, sonst ist die Vielfalt weg. Sondern die Vielfalt darf durchaus existieren in allen Haltungen. Zugleich brauche ich in Organisationen, in der Politik oder in der ganzen Welt Menschen in Schlüsselpositionen mit einer hoffentlich sehr erweiterten, reifen, späten Haltung, weil die eben erst fähig sind, die anderen integrieren zu können. Und jetzt kommt aber ein Knackpunkt, was meistens verwechselt wird, ist, nur weil ich die Haltung habe
und ich dich als Person erkenne und anerkenne mit dem, dich in deiner Autonomie, heißt es noch lange nicht, dass ich das, was du tust, dein Verhalten gutheiße. Denn Verhalten, das nicht integriert ist in allen Haltungen, wirkt sich meistens nicht lebensdienlich aus. Und das darf ich sehr wohl ansprechen und darüber sollen wir uns wirklich unterhalten. Ja, das ist ja ein sehr neuralgischer Punkt in vielen Organisationen oder auch Gesellschaften. Ja, zum einen die Toleranz, ja, die Akzeptanz, der Autonomierespekt und gleichzeitig der Bezug auf einen Rahmen, ja, von Werten, Rechten, Normen, die eben bestimmte Handlungsstrategien auch noch sanktionieren. Ja. Ich hatte gestern auch so ein Gespräch darüber, da ging es ja Umgang mit Minderleistern. Ja, ist jetzt auch ein schwieriges Wort, ne? Also, aber es gibt ja durchaus jemanden, der vielleicht für eine Rolle nicht geeignet ist. Musst du das hinnehmen? Oder wie gehst du damit um? Lisa, was sind so deine Perspektiven auf diesen Autonomierespekt und Toleranz? Also erstens finde ich es gut, dass du auch immer wieder von dieser Haltung erweitern sprichst. Und ich versuche auch immer, darauf hinzuweisen, dass es keine Wertung geben sollte, weil das Streben ist immer nach dieser systemisch autonomen Haltung. Also wir müssen uns weiter rechts verhalten und das Linke, die Haltung links sind dann unreif oder nicht passend. Und ich glaube, es braucht wirklich alle. Und jede Haltung hat auch eine abgewandte Seite vom Mond, genauso die systemisch autonome. Also da ist ja auch nicht alles immer super. Und ich bin sehr froh, dass es Menschen gibt, die so eine wertebasiert Freude an Detailarbeit haben und schauen, dass die Qualität stimmt. Aber diese Toleranz aufzubringen und das Anerkennen, dass jeder so in seiner Haltung okay ist, wie er ist, und das ist vielleicht immer noch ein Schritt nach, dass man die immer noch erweitern kann, das braucht viel Arbeit in der Praxis. Und ich bin ja auch noch nicht systemisch autonom, ich würde mich da auch nicht sehen. Also wir sind ja wahrscheinlich alle auf dem Weg. Ich sehe es ja auch eher als Möglichkeitsräume, ja, und wenn du die nicht betrittst, dann fällst du halt manchmal in Scheineffizienzen, ja, oder du hältst an Paradigmen fest, die, ich sag mal, nicht mehr so tauglich für die Zukunft sind. Wenn du sagst, unseren Urenkeln soll es ja mal besser gehen, dann merkst du schon so, oh, wenn ich den Ausbruch mache, dann im Spiegel dessen würden sich vielleicht gewisse Handlungsstrategien auch ändern, ja, und da ist ja dieses Komplexitätsverständnis von erweiterten Haltung vielleicht auch hilfreich. Ja, und in diesem Zusammenhang, ich bin immer ganz froh, wenn man über dieses Thema spricht, weil da, glaube ich, wirklich viele Missverständnisse passieren, gefällt mir es auch zu sagen, die früheren Haltungen sehen weniger Perspektiven, während die späteren mehr Perspektiven fassen können. Und du hast ja mal dieses wunderschöne Beispiel gebracht, Martin, dass man die Haltungen auch mit Schüsseln vergleichen kann. Also in der ganz großen Schüssel sind dann immer die kleineren. Und das Fassungsvermögen, das drückt die deutsche Sprache so schön aus, bei der großen Schüssel ist halt nun einfach größer. Mehr Perspektiven. Ich kann mehr fassen, geistig, seelisch und es auch halten. Und je kleiner die Schüssel wird, umso weniger ist vielleicht mein Fassungsvermögen, aber zugleich hat ja jede Haltung, auch die rote, die oft so diskreditiert wird, eine ganz wichtige Funktion. Das ist die Haltung, wo ich mit mir selbst verbunden bin. Das ist meine Vitalität, meine Lebenskraft. Die kann zugleich weniger an Perspektiven wahrnehmen. Aber die Qualität der jeweiligen Haltungen sich immer wieder vor Augen zu führen und wenn sie gut integriert sind, passiert auch gar nichts Negatives. Ja, die Idee von dem Modell ist ja auch, entwicklungsorientierte Perspektiven anzubieten. Und meist ist ja das, und das würde mich jetzt interessieren aus eurer Perspektive, wenn du das vermittelst, dann
kennt man ja diese verschiedenen Logiken. Also diese typischen Aussprüche, das ist historisch gewachsen, das haben wir immer schon so gemacht, wo das Denken dann aufhört, ja, die ja auch so gewisse Painpunkte sind. Und dann weiß man, ja, aber jetzt lass uns doch nochmal eine Schleife dran machen, ja. Und dann dieses Gefühl des Weiterdenkens ist ja meist bekannt. Ja, und dann gibt's aber in jeder Organisation, in jedem Team und in uns selber den Punkt, wo ich selber nicht weiterdenken kann. Und wenn ich dann Bilder habe, die entwicklungsorientiert sind, sage ich, ja, guck mal, ne, da gibt es noch eine Schleife, also noch eine Perspektive. Und wenn du von da aus schaust, kannst du noch ein bisschen mehr sehen und die Möglichkeitsräume werden größer. Das ist ja auch wie so eine Verführung dazu, finde ich, dieses Haltungsmodell. Weil ich zum Beispiel diese systemisch-autonome Haltung, die habe ich mit Sicherheit noch nicht drin. Aber ich habe eine Idee davon, wie sie sich anfühlt, was dann anders wäre, wie ich mich anders auch verhalten würde, wie mein Ego wahrscheinlich nochmal ein Stück zurückgeht, wie ich mehr darüber denken würde, wie kann ich mein Business machen, dass es eine Kreislaufwirtschaft ist. Aber ich bin nur nicht drin. Aber es ist wie so, gibt mir eine Zugkraft, dorthin zu kommen. Und das finde ich auch das Tolle an dem Haltungsmodell. Jeder hat eigentlich schon so ein klein wenig eine Ahnung, wie sich das anfühlt in den Haltungen und was man dann denkt und was man wahrnimmt. Und das macht Lust, sich dort auf eine Reise zu begeben. Das erlebe ich in Coachings, das erlebe ich bei Teams und in Organisationen. Ja, und in Seminaren oder Ausbildungen oder egal in welcher Form oder Coachings, erlebe ich dann auch, dass wenn du einen neuen Gedanken gedacht hast, bist du nicht mehr derselbe Mensch wie vorher. Alleine anderes Vokabular zu benutzen, zu verstehen, was da dahinter steckt, das alleine ist ein unglaublich schöner Entwicklungsprozess. Und zugleich, ja, es bedarf natürlich dann weiterhin viel Entwicklungsarbeit dranbleiben. Einer der Gründe, warum wir ja Expeditionen starten, die über Jahre gehen. Denn es ist ein lebenslanger Lernprozess, der aber auch oft mit Sprache anfängt. Wie bezeichnen wir die Dinge? Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass über das Versprachlichen von Spannung, also die Spannung, die in einem System sind, wenn die mit Kommunikation versorgt werden und in Bewegung kommen und der Raum der Besprechbarkeiten größer wird, ja, dass darüber geredet wird, was schon da ist, in einer konstruktiven Art und Weise und in einer verbindenden Art und Weise, dann bewegt sich die Organisation schon selbst, weil meistens kennt die Organisation den nächsten Schritt. Das erlebe ich auch so. Das erlebe ich auch im Einzelcoaching so und auch bei Teams. Und Sprache ist das Wasser, in dem wir schwimmen. Das hast du mal gesagt. Den Spruch habe ich geklaut, weil er wirklich das auch so verdeutlicht, dass es wichtig ist, dass wir selber hinhören, wie sprechen wir, weil in der Sprache sich unsere Haltung widerspiegelt. Und ich habe auch immer mega viel Freude, wenn sich die Sprache von meinen Kunden verändert, wenn ich merke, dass sie nicht mehr so kriegerisch reden. Also diese, ja, da müssen wir jetzt dann schon mal hinschauen. Da müssen wir dann aber wirklich auch mal alles abschießen, was wir haben. Wenn diese Sprache sich verändert, dann habe ich, das ist immer so ein schönes, subtiles Zeichen, dass sich auch etwas in der Haltung verändert hat. Ja, kann ich nur bestätigen. Nomen est omen. Und es ist zugleich auch da eine Gefahr, weshalb es ja so wichtig ist, an so Entwicklungen dran zu bleiben. Manche Menschen haben eine Gabe, ganz schnell Vokabular aufzugreifen, ohne es aber mit der Haltung anfühlen zu können. Und das merkt man dann sehr, sehr schnell, dass dann das Vokabular und die Haltung und auch wieder das Verhalten nicht kongruent ist. Und da bedarf es viel Feedback, da bedarf es viel wohlwollender Zusammenarbeit, auch in der Kommunikation, um die Worte auch wirklich mit Leben füllen zu können. Und zugleich, es fängt im Kopf an, überhaupt mal andere Worte zu gebrauchen. Ja, und ich glaube auch, dass eben dieses Verknüpfen von Bekanntem,
Ja, und dem, was ich auch schon gesehen habe, was sich entwickelt, weil oft frage ich ja, erzählt mir von der Entwicklungsgeschichte aus der Vergangenheit, wie war es vor 30 Jahren, vor 20, vor 10, und dann kannst du ja nachvollziehen, ach guck mal, ja, oder wenn du die Entwicklung in Deutschland ansiehst, wie waren wir denn vor 80 Jahren? Ja, 1944, oh Gott, ja, sehr dual, sehr gleichgeschaltet. Wie waren wir denn 20 Jahre später? 1964, ne, auch ein bisschen sehr trocken. Ne? Wie waren wir denn 1984? Da merkst du, wow, ja, ganz andere Gesellschaft, andere Haltung, andere Werte, andere Freiräume auch. 2004 plötzlich Umwelt, Nachhaltigkeit, Diversity, alle möglichen Themen auf dem Schirm, die früher einfach noch nicht gesehen wurden. Also dieses mehr sehen können von dem, was an sich ja schon immer da war, was aber irgendwie ausgeblendet worden ist. Und das ist ja auch dieses Interessante, was ist am Rande der Gewahrwerdung und was kann ich vielleicht mit so einem bisschen, so einer Landkarte in der Hand dann besser sehen? Genau, die Landkarte, das ist das Modell, das ist eine gute Landkarte und hilft also Individuen, Teams, aber auch ganzen Organisationen, sich zu orientieren. Und sich zu überlegen, was wäre ein nächster guter Schritt? Wo möchten wir uns hinarbeiten? Und aber auch, welche Haltungen brauchen wir auch innerhalb von unserer Unternehmung, damit wir weiterhin stabil sind? Und es macht es so schön besprechbar. Aber es ist einfach eine tolle Landkarte. Und das Wunderbare an dieser Landkarte ist, die funktioniert ja auch interkulturell. Weil alle Menschen auf der individualpsychologischen Ebene sich erkennen können und diesen Wunsch haben, auch sich vielleicht weiterzuentwickeln oder vielleicht auch nicht. Die Gefahr ist ja immer, dass wir so etwas wie Kulturimperialismus betreiben. Weil wir meinen, ob das jetzt eine Landeskultur ist oder eine Organisationskultur oder ein einzelnes Individuum, naja, irgendwie sollten wir. Der Punkt ist, es ist ein Angebot und es erzeugt interessanterweise auch oft einen Sog, sich weiterentwickeln zu wollen, weil es ist sehr attraktiv, mehr Perspektiven wahrnehmen zu können. Wie du gerade sagtest, Martin, ist ja alles da. Wir sehen es ja nur nicht. Und dieses Gefühl von fast blind zu mehr sehend und noch mehr sehend zu werden, ist ein, egal wo auf der Welt, das ist fast wie ein Drang, der entsteht. Und vielleicht ist es auch, spricht es das evolutionäre Element in Menschen an. Wir sind ja evolutionärer Sternenstaub. Und Entwicklung ist etwas, was ja in der Natur und in uns Menschen angelegt ist. Und vielleicht ist es, erklärt es auch deswegen ein bisschen so die Attraktivität. Ich habe neulich nochmal so einen schönen schönes Bild gehört. Wenn du Menschen fragst, was hat sich in den letzten 5 Jahren alles verändert? Da fällt ihnen ganz viel ein, hätte ich mir nicht vorstellen können, ist ja so krass und so weiter. Ne? Und wie viele neue Perspektiven aufgegangen sind, fragst du sie dann, was stellst du dir in den nächsten 5 Jahren vor? Dann fällt ihnen gar nicht so viel Veränderung ein, weil es viel linearer gedacht wird. Und wie sehr wir uns in unserer Version von uns selbst unterscheiden werden in 5 Jahren, können wir uns nicht vorstellen. Also dieses sich selber fremd werden, ja, auf eine positive Art und Weise, ja, sich entwachsen in der Begrenztheit, das kann dann noch nicht gesehen werden. Und dazu passt dieses Bild, was neulich in so einer Show mit Gerd Skobel zu sehen war oder aufgebracht wurde. Da sprach die Frau Wopen, glaube ich, heißt sie, darüber, dass wir mit hektischem Schneckentempo unterwegs sind. Also in Aufgeregtheiten, ja, es passt alles nicht, ist alles nicht kontrollierbar, es geht alles nicht so weiter, ne? Machen aber nichts, sondern regen uns auf, finden irgendwelche Seitenkonflikte, die total hochstilisiert werden, als würden sie irgendwas lösen. Und die eigentlichen großen Themen, nehmen wir mal als Beispiel Sustainable Development Goals oder die 17 Nachhaltigkeitsziele, die passieren halt nicht. Da wird halt gesagt, naja, anstatt 2030 machen wir es halt 2040, machen wir es 2050, machen wir es gar nicht. Ne? Und dieses hektische Schneckentempo, sagte sie, dem kann man das radikale Schritttempo entgegensetzen. Und was ich zu diesem Bild noch hinzufügen würde, radikales Schritttempo in den Nebel. Also auch dieser Umgang damit zu sagen, ja, wir erkennen
aus diesen entwicklungspsychologischen Ansätzen, wie eine Perspektiverweiterung funktionieren könnte, aber wir wissen noch nicht, was wir sehen werden, wenn wir die Perspektiven erweitert haben. Wir haben so Ahnungen und dafür gibt es ja auch Bilder und Ideen davon, aber letztendlich muss es emergieren, erscheinen und ist noch unbekannt und braucht eben dann auch so diese Fähigkeit, mit diesem Unbekannten umgehen zu können. Das ist auch wiederum für mich so ein Plädoyer dafür, wir müssen nicht alle dieselben Haltungen haben. Zugleich brauchen wir Menschen in Schlüsselpositionen, die dieses radikale Schritttempo im Nebel aushalten und halten können, um integriert alle anderen mitnehmen zu können. Das ist für mich ein ganz großer Schlüssel. Das heißt, ich bin nicht kulturimperialistisch unterwegs, wir müssen alle gleich sein, sondern ich versuche auch, alle Haltungen in ihrer lebensdienlichen Form mitzunehmen, bin zugleich aber klar, was an nicht lebensdienlichem Verhalten ist, wird sanktioniert. Wir wissen genau, dass es nicht gut ist zu fliegen, aber klar setzen wir uns in den Jet und fliegen wieder. Und deswegen finde ich das auch, das, was ich bei dir in den Trainings oder auch in deinen Büchern gelesen habe, diese kleinen Sachen machen es aus, diese kleinen Schritte, diese kleine Verführungsattacken quasi, jetzt rede ich auch schon so kriegerisch, aber das, ja, ich sage jetzt, statt aber die ganze Zeit mache ich, sage ich mal und, oder ich fange mal an, dass ich einfach 3 Komplimente verteile am Tag, ohne etwas zurückzuwollen. Und das, finde ich, ist der gute Ansatz, weil zu weit, da hängen ganz viele Leute ab, weil sie es nicht fühlen, inklusive mir. Ja, da ist ja wahrscheinlich auch, auf welchen ethischen oder gesamtheitlichen Kontext beziehst du dich jetzt? Haben wir als Planet halt die 17 Nachhaltigkeitsziele, wo man mal gesagt hat, na ja, das scheint sehr sinnvoll zu sein, und das ist ja eine Sinnebene, wo du sagen kannst, okay, die legen wir dieser Richtung dieses Schritttempos mal zugrunde. Also wir gehen Richtung Kreislaufwirtschaft, wir gehen Richtung mehr Gerechtigkeit, wir gehen Richtung Erhaltung der Biodiversität und so weiter. Das heißt, da gibt es ja 17 Kriterien, wo du sagen kannst, ne, wir laufen ja nicht orientierungslos im Nebel, sondern in diese Richtung. Ja, das ist ja so eine globale Verabredung. Ja, ist sich nicht jeder darüber bewusst, aber irgendwie haben wir die gemacht. Und jetzt kommen wir mit ESG-Gesetzen an und versuchen das in Rechtsformen zu bringen, damit es auch wirklich geschieht. Und ganz interessant finde ich ja auch, dass ich im Zusammenhang mit diesen Sustainable Goals, den SDGs, die IDGs gegründet haben, die Inner Development Goals. Also dass schon erkannt worden ist, dass diese innere Selbstentwicklung ein unabdingbarer Teil oder Anteil ist an einer globalen Entwicklung. Ohne innere Entwicklung, ohne diese Perspektivzunahme, Komplexitätsfähigkeit von Entscheidern, Politikern, Wirtschaftsführern, wird die Geschichte recht schwierig. Und das sehen wir ja auch, weil wir jetzt ja so im Angebot diverse Verengungskandidaten haben, ja, die das anders lösen wollen. Und du denkst so, naja, ne, kann ich mir das auch nur mit positivster Absicht vorstellen, dass da irgendwas Gutes rauskommt, ja, so im Sinne dieser 17 Nachhaltigkeitsziele, dann glaube ich, könnte ich da nirgendwo ein Häkchen hintermachen. Ne? Also sehe ich, dass es diese Inner Development Goals braucht, und die folgen ja auch den gleichen wissenschaftlichen Ansätzen, denen ja auch das Haltungsmodell zugrunde liegt. Ja, und das ist wirklich auch das Erfüllende in diesen Lernreisen, die wir ja zusammen mit unseren Teilnehmern erleben. Es ist ja nicht so, als wenn wir nichts lernen würden dabei. Auch unsere Perspektiven werden ja dadurch geschärft, und wir sehen immer mehr Aspekte auf diesen Lernreisen. Und vor allem auch diese Erkenntnis, dass Struktur und Kultur und Verhalten und Haltung ja systemisch so miteinander verwoben sind und das eine das andere bedingt. Ohne Haltungsänderung kann Kulturwandel passieren, weil Strukturen auch heftig wirken. Meine Erfahrung ist, dass allerdings Wandel auch gerade in Organisationen viel länger dauern und wir sie gar nicht mehr abwarten können, bis sie durchgezogen sind, weil unsere Zeit viel zu schnelllebig dafür ist, wenn ich nur an der Strukturschraube drehe. Und man nennt es ja auch in diesem Haltungsverständnis die Stellschrauben für Wandel. Und was verändert man? Das, was sichtbar ist. Aber das Unsichtbare,
dass unser Bewusstsein, unser Mindset, das, was das Haltungsmodell ja vermittelt, das wird oft ausgeblendet, wobei das die heimlichen Förderer oder Verhinderer von Wandel sind. Und idealerweise beackern wir eigentlich gerade bei Organisationsentwicklung alle vier Felder in der Gleichzeitigkeit. Und wir fangen nicht nur bei der Struktur an oder bei unserem Verhalten, jetzt seien Sie doch mal agil und da wird viel investiert. Zugleich arbeiten wir ja auch an der Haltung, aus welchem Weltbild heraus betrachten wir das Ganze und habe ich eigentlich das Fassungsvermögen für das, was mir oft an Tools und Methoden so vermittelt wird. Und ich finde, das ist auch wieder ein cooles Beispiel. Hättest du mich vor 30 Jahren gefragt, ob es mir irgendwann mal Inner Development Goals gäbe, von der UNO sind wir, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, also mit Sicherheit nicht, das wird hier nicht passieren. Und das ist auch so ein Gewahrwerden, wo wir, glaube ich, schon als Kollektiv auch wissen, wo wir uns hinentwickeln müssten oder vielleicht auch hoffentlich werden. Der Harvard-Professor Robert Keegan, der war ja auch mit dran beteiligt, neben Otto Scharmer und anderen. Ja, ist ja die Initiative von Thomas Björkmann auch entstanden und anderen. Und Robert Keegan, der auch Entwicklungspsychologe ist, hat ja dieses Programm oder diesen Ansatz entwickelt, Immunity to Change. Ja, warum sind wir eigentlich so wandelresistent? Ne? Und hat er einen Ausdruck, den finde ich herrlich da drin. Also in Deutsch übersetzt sich das in verborgene Verpflichtung. Wir glauben, Dingen verpflichtet zu sein, alten Logiken, alten Paradigmen, alten Denkweisen, alten Selbstbildern, die eben durch einen Wandel, einen Change in Frage gestellt werden. Und dieser Verlust von Identität, von Expertenstatus, von dem Glauben, ich weiß Bescheid, ich habe es unter Kontrolle, ne, den wollen wir nicht aufgeben. Ne. Also lieber noch weiter ans Wachstum glauben, auch wenn der Club of Rome vor 50 Jahren festgestellt hat, naja, mittelfristig von mir aus, langfristig auf gar keinen Fall. Ne, das ist ja jetzt nicht Rocket Science festzustellen, dass die Erde begrenzte Ressourcen hat. Und teilweise ist ja ein bisschen auch erschreckend, wie wann die zu Ende sind. Das ist nämlich gar nicht so lange hin. Und gleichzeitig so, dass man immer noch sagen kann, ja, mich betrifft das ja nicht. Und diese Immunität zum Wandel durch verborgene Verpflichtung, also an was halte ich eigentlich fest auf persönlicher Ebene? Privilegien, Strukturen, Macht, Status, ja, auf Teamebene, unsere Identität, wer sind wir, ne, oder eben auch auf kultureller Ebene. Das finde ich auch sehr spannend. Das sind so dysfunktionale Loyalitäten, nennt das der Michael Bohne. Und das finde ich auch ein cooles Modell. Das erlebe ich im Einzelnen, in Coachings, dass man wie so Memes, so Glaubensüberzeugungen hat oder Werte, die einfach von irgendwoher kommen, nicht einfach von irgendwoher, die natürlich von der inneren Prägung und der Zeit, in der man aufgewachsen ist. Und es ist halt viel Arbeit, das immer wieder zu überprüfen und zu schauen, haben die noch Gültigkeit? Das ist halt, man muss sich auch immer wieder auf den Prüfstand stellen und das ist nicht so einfach. Und das Immunity to Change ist übrigens ein cooles Buch, kann ich nur jedem Hörer empfehlen. Es macht wirklich Spaß zu lesen. Und was ich dann deswegen so an diesem Haltungsmodell liebe, ist, weil genau das, was du gerade gesagt hast, Lisa, dieses sich permanent wieder bewusst werden, wo kommt's denn her, dieses einordnen können und es gut zu heißen und sich dafür zu bedanken, weil es leistet ja unendlich vieles und zugleich sich immer wieder die Frage stellen können, kann ich meine Perspektiven aber noch erweitern? Gibt es noch etwas, was es noch mehr unterstützt, die Herausforderungen auch unserer Zeit erfüllen zu können? Das ist ja so eine Erfahrung, die ich in den Lernreisen habe, wenn wir so Ausbildung machen. Sagen die Leute, ja, ich habe ihr Buch gelesen, habe alles gut verstanden, super. Und dann machen wir so Embodiment-Übungen, wo du einen Bodenanker hast, verschiedene Haltungen einnehmen und mal so eine Perspektive aus dieser Haltung simulieren. Ja, die ersten drei, also die früheren Haltungen, kriegst du easy hin. Und dann merkst du plötzlich, ich dachte, ich hätte alles verstanden. Aber jetzt, wo ich an diesem Punkt stehe, fällt mir gar nichts ein. Was sieht man denn davon, wenn man mehr perspektivisch ist? Wie ist das denn eigentlich, wenn ich Paradoxien und Dilemmata inkludieren kann und meine eigene Rechthaberei aufgebe und mehr Distanz zu meinen Gedanken und Gefühlen habe und mich selber zum Thema machen kann?
Ja, und diese Erfahrung, und wenn es auch nur simuliert ist, da mal in diesen Raum zu gehen, ach so, das ist ja wie so, als würdest du die Tür aufmachen zu einem Zimmer, ach, da bin ich ja nur selten, ja, da kann ich ja auch noch benutzen. Das ist mal eine ganz schöne Erfahrung. Ja, und es ist der Unterschied zwischen einer Führung und selbst in die Zimmer zu gehen. Wenn die ein Buch von dir lesen, führst du sie durch diese Zimmer und es ist doch alles ganz klar. In der Sekunde, wo ich jetzt alleine durch diese Räume schreite, ja, dann sind die ganz neu, wie du sagst, und dann muss ich das alles erst entdecken. Und dafür ist das Haltungsmodell meines Erachtens nach wirklich über 30 Jahren für mich eines der umfassendsten Modelle, auch immer eingedenk. Es ist natürlich nur ein Modell. Es hilft mir aber so sehr auf dieser Reise, Räume zu entdecken in einer wunderbaren Komplexität, wie ich sie vorher noch nicht betrachtet habe. Im Einzelcoaching liebe ich es, mit diesen 12 Reflexionssätzen zu arbeiten und lasse die vorher ausfallen, erzähle nichts über das Modell. Und dann besprechen wir, aus welchem Sprachraum kommen diese Antworten und welche Haltung liegt dahinter und damit auch welche Werte oder Überzeugungen. Und man kommt so unglaublich schön auf den Punkt. Und ich habe die auch ein wenig abgewandelt für Teams, damit Teams das beantworten, auch immer ohne das Modell zu verorten, vorab. Und auch da, die kommen sich so schön auf die Schliche. In welcher Haltung erleben wir denn eigentlich Teamarbeiten? Wo wollen wir hin? Und das finde ich, dann erfahren sie es. Und wenn man es erfahren hat, finde ich, ist es immer integrativer, als wenn ich es nur denke. Ich muss es wie einmal spüren. Und wenn man dann vom Denken zum Spüren, wie du vorher so gesagt hast, Martin, diese Übung des Embodiments, also wirklich mit dem Körper es so wahrnehmen dürfen, wo es da verankert ist, damit man auch nicht nur im Kopf ist, sondern so in seiner Gesamtheit, dann habe ich so den Eindruck, dann berührt es auch das Herz. Und in dem Moment, wo Menschen berührt sind, vergisst man nicht so leicht. Ja, und ich frage ja oft auch nach solchen Leuchtturmmomenten, ja, wo so ein anderer Wahrnehmungsraum aufgeht, ne? Und oft wird ja so gesagt, ja, bei der Geburt eines Kindes, ja, wenn es zum ersten Mal im Arm heißt, wo du denkst, dusch, ja, also, oder dieses in sich selbst sein, wie in so einem Raumanzug, ja, dass du also dich spürst, dein Innenleben spürst, Kontakt hast mit deinem Körper und deinem Empfinden und Fühlen und gleichzeitig mit dem Außen verbunden bist. Und gleichzeitig bewusst bist, in welchem Kontext das ist. Und das ist ja kein mentales Manöver, sondern das ist ja oft so eine Verdichtung von Leben, dass du das Gefühl hast, dieser Moment ist so reich und so weit. Ja. Und das ist auch meine Erfahrung, dass diese Leuchtturmmomente fast alle Menschen irgendwie auf irgendeiner Ebene haben, die darauf hindeuten, wie ich auch sein kann in einem erweiterten Raum. Ja, und auf diesen Lernreisen Menschen in diese Teilnehmende und Teilgebende, in diese Erfahrungsräume zu führen, sich selbst zu spüren, erweitert sehr, sehr stark auch unsere Fähigkeit, sich wieder sich selbst und Zukunft anders vorzustellen. Ein schönes Feedback finde ich ja immer, wenn gesagt wird, so haben wir noch nie miteinander geredet. Das sollten wir öfter machen. Ich erlebe auch, dass in den Firmen so viel, es ist wirklich, die Türen sind so offen. Ich darf ein Unternehmen begleiten, die gestalten gerade selber eine Haltungsexpedition. Und wir haben denen so einen Rahmen vorgegeben, wie sie das machen können und haben Prototyping mit ihnen gemacht, wie sie es dann konkret mal so, einfach die Struktur, den Prozess, ein Kickoff und welche Themen wollen sie besprechen. Und die haben mich echt geflasht, weil die haben dann selber gesagt, ja, du, aber Lisa, das heißt doch Expedition. Wo ist denn hier die Expedition? Da ist ja noch gar keine Herausforderung. Und jetzt haben die selber gesagt, wir wollen mal 1,5 Tage unterwegs sein. Wir wollen, und das ist ein technisches Unternehmen, da machen wir Yoga, da machen wir Achtsamkeitsübungen. Also die gehen wirklich auf eine Expedition. Und ich glaube, oft erlebe ich das bei Führungspersonen, bei Beratern und manchmal auch bei mir, dass wir denen zu wenig zutrauen in der Methodik und in den Gefäßen, wo die eigentlich schon parat sind.
Ja, ich erlebe eigentlich auch eine viel größere Offenheit oder dass die Zeit reif ist für das, als hätte man darauf gewartet. Und eine unglaubliche Dankbarkeit bis zu einer Zärtlichkeit, die da zwischen den Menschen entstehen kann. Eine Zärtlichkeit fürs Leben, die sich da entwickeln kann, das eine ganz, ganz starke Kraft ist, das Ganze voranzutreiben. Ja, ist schön beschrieben, weil ich glaube, du hast vorhin gesagt, Lisa, was ist so der Treiber für Entwicklung? Das Fühlen und der Abgleich von emotionalen Spannungen. Also du fühlst irgendwie, oh, das ist nicht so gut, wir müssen reden. Ja. Und dann kriegst du neue Erklärungen. Also deine emotionalen Spannungen werden versprachlicht und durch das in Sprache bringen, in erweiterten Perspektiven, ob es nun im Coaching ist, wo du sagst, hast du es mal von hier gesehen, oder ob es in Teams ist, lass uns mal unsere Perspektiven anschauen. Ja, das führt zu diesem Ausgleich von wahrgenommenen emotionalen Spannungen. Und das ist ja auch so diese Sehnsucht, ne, damit in einen Frieden oder in einen Ausgleich zu kommen mit anderen Bildern, anderen vielleicht auch Angeboten, wo die Reise hingehen kann. Und da sehe ich auch so, dass diese Sehnsucht da ist und auch die Bereitschaft da ist. Obwohl es medial ja immer so ein bisschen apokalyptisch alles inszeniert wird und keiner will und alle sind mies drauf und so, sehe ich auch den anderen Teil, wobei ich das andere gar nicht mal ignorieren möchte. Ja, und was ich so liebe an deinem Ausdruck Möglichkeitsräume eröffnen ist, dass Menschen Lust bekommen, hier Möglichkeitsräume für sich und andere zu entdecken, im Gegensatz zu diesen ständigen, angstmachenden, apokalyptischen Prophezeiungen, weil sie dadurch wieder ins Wünschen kommen. Letztendlich gestalten wir ja die Welt, wie wir denken. Und wenn ich weiter und größer denke, besteht ja auch die Chance, dass sie dann wirklich so sein wird. Wenn ich immer nur apokalyptisch denke, kreiere ich ja auch Apokalypse. Ich kriege da schon mal fast Pickel, wenn ich das höre. Ich habe ein Lieblingsbuch, das heißt Im Grunde gut. Das empfehle ich auch allen Hörer und Hörerinnen. Das ist echt schön, weil es auch wieder so viele wissenschaftliche Experimente, die in den 60er, 80er Jahren gemacht wurden, auf den Kopf stellt und in Frage stellt, ob das tatsächlich so war, die sich aber wie fette Memes und Glaubensüberzeugungen uns festgesetzt haben, so ist der Mensch. Und ich glaube, da ist viel mehr Gutes da. Ich möchte nochmal zurückgehen aufs Modell auch und diese Ich-Ebene im Coaching, da hat es mir wirklich ein gutes Tool gegeben, aber auch in den Teamentwicklungen. Wenn ich das Modell vorstelle, kann sich ein Team relativ gut verorten, wo ist es unterwegs und es kann auch sagen, wo wollen wir uns hinentwickeln in dem Modell. Und meistens geht es wirklich darum, wie gehen wir mit Spannungen um, aka Konflikte. Wie machen wir das? Weil wir wollen uns alle verbunden fühlen, wir wollen einer Gemeinschaft zugehören und gleichwohl braucht es eine Perspektivenvielfalt, die wir aushalten müssen. Und da finde ich auch in den Seminaren mit dir immer diese kleinen Tools, die du uns zur Hand gibst oder da zur Hand gegeben hast, die sind echt, wie kann man Spannungen besprechbar machen in Teams? Genau, und das ist ja auch dieses neue Wir. Da glaube ich auch noch, dass wir da so auf der Suche sind, eben kein Wir, was uns in Konformität steckt. Ja, der Verzicht, die Gleichschaltung und die ganzen Ängste. Und trotzdem braucht die individuelle Freiheit ein soziales Wir. Ein Miteinander, außer du willst lauter Zäune ziehen, ja. Und selbst dann wird es ungemütlich, ne? Und dieses Bild, ja, ein Wir, wo alle ich sein dürfen, ja, das finde ich auch eine persönliche Perspektive auch an dem Modell. Ne? Martin, wir sind ja zusammen beim Kunden schon länger unterwegs in der Schweiz und da merke ich, dass das Haltungsmodell von dir im radikalen Schritttempo die Organisation tatsächlich verändert. Da werden Sachen besprechbar, es werden Haltungen hinterfragt, es wird das Führungsverständnis hinterfragt, Mitarbeiter fühlen sich eher bemächtigt, eigenverantwortlich zu handeln. Und ich merke, wie sich die ganze Organisation dort
wie so kleine Molekulare immer neu aufstellen und organisieren und das eine andere Form annimmt. Und das finde ich auch spannend, dass es oft gar nicht auffällt. Also, dass diese Veränderung, so, jetzt haben wir eine Kulturexpedition, ab übermorgen ist alles anders, wir haben neue Türschilder, und haben neue Titel, nee. Und trotzdem fragst du die Menschen, sagen sie, ja, wir reden anders. Und viele Dinge sind jetzt besprechbar, die nicht besprechbar waren. Wir kommen jetzt anders in Spannungsausgleich, ne? Und Scheineffizienzen gehen weg, Formate fallen weg, Vertrauen wird erhöht, ne? Und das ist, glaube ich, auch noch so das Wichtige, wenn man sich auf solche entwicklungsorientierten Reisen begibt. Klar ist das Modell nur eine Landkarte, ne? Dann braucht es diese Mikrointervention, ja, wo ich sage so mal so 1% pro Monat, ne? Und dann summiert sich das. Und dass du es nicht siehst, wie bei dir selber ja auch nicht. Es geschieht dir ja auch im gewissen Sinne deine eigene Entwicklung. Also selten sagst du, und dann kam Tag X, am nächsten Tag war ich ein anderer. Mag es auch geben. Ja, aber meistens ist das ja so schleichend und doch auf die Dauer sehr befreiend, ja, und auch verändernd. Ich merke das auch, diese Check-ins, die mache ich ja schon lange in meinen Trainings. Aber die Qualität von den Check-ins hat sich verändert. Leute werden emotionaler, die teilen sich mehr mit. Und am Ende vom Training ist mir neulich mal passiert, oder vom Seminar, sagen sie, was war das Beste? Das Check-in. Dass sie sich noch nie so begegnet sind in dieser emotionalen Nähe und auch merken, wenn wir uns als Menschen begegnen, hoppla, dann geht es hinterher im Workshop viel besser. Sie sind produktiver, sie sind entspannter, können kritischer sein. Und das ist etwas, hättest du mir das vor 10 Jahren gesagt, dass ich mit so einer GL so einen Workshop machen kann, dann hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall, geht nicht. Und da merke ich, bin ich hier auch eine Limitation schon wieder für mich, für die Zukunft. Deswegen, ich stelle mir das mal gern vor, Martin, was in 10 Jahren ist. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, Lisa. Es ist wirklich auch erstaunlich, wie wir uns verändern durch das Haltungsmodell, weil wir ganz anders Menschen berühren. Wie du sagtest, was war das Beste, das Check-in? Weil sie sich selber spüren dürfen, weil sie den anderen spüren dürfen. Das ist eine ganz andere Ebene. Was in meinen Seminaren mittlerweile völlig anders ist, ist dieses sehr, sehr persönliche, intime Moment mit sich selbst. Und das ist etwas, was für mich eine ganz andere Form des Lernens mittlerweile darstellt, das nicht den Kopf außen vor hält, sondern auf dem Gefühl in der Begegnung mit sich selbst eine ganz andere Reichweite erhält. Und damit eine andere Tiefe, und es wirkt tatsächlich wesentlich stärker auch nachher. Und wenn sich dann noch Menschen vernetzen im Unternehmen, die diese Erfahrungen gemacht haben, dann hat es einen ganz, ganz enormen Wirkungseffekt. Was mich in der Haltung am meisten weitergebracht hat und immer noch weiterbringt, das sind Wachstumsgefährten. Und die habe ich auch viel wieder in meinen Seminaren und Trainings erlebt. Es ist einfach so cool, mit anderen zusammen zu reflektieren, in diesen kleinen Gruppen das zu besprechen. Es gibt so eine intime Atmosphäre, wo man so schnell in die Tiefe kommt und aber auch gute Erkenntnisse gewinnt. Also das möchte ich nicht missen. Und ich habe immer noch Kontakt zu den Wachstumsgefährtinnen, sage ich jetzt mal, von den Seminaren, wo ich bereits organisieren durfte für dich in der Schweiz. Und ich schätze das so. Deswegen haben wir ja auch die Community-Haltung erweitert, ne, um die miteinander zu verbinden, ja, wenn es auch oft nur virtuell ist. Aber wir machen jetzt ja auch wieder diverse Community-Treffen. Ja, und dazu gibt es ja auch dann das Thema kulturelle Erweiterung, für die man sich anmelden kann, um auch diese Gedanken da gemeinsam in der Community weiterzuspinnen, was ich immer absolut spannend finde, welche Fragen gestellt werden, welche Probleme angesprochen werden, welche Ideen man hat auch für Umsetzung, wie man da ins Gespräch kommt, wie die Leute sich wirklich in einem Rahmen
der immer wieder genannt wird als einfach nur wohltuend, als sicher, wo man sich entwickeln kann, ohne irgendwelche Bedenken zu haben, dass man irgendwas falsch sagen könnte. Es ist wirklich eine unglaublich schöne Atmosphäre, die einen Raum gibt für Entwicklung. Wir arbeiten übrigens jetzt an einem Poster, ist noch geheim, zu Demokratie. Ja, also wie könnte sich denn Demokratie erweitern, ja, wie unsere Vorstellung davon, und was könnten denn so Dinge sein, wo wir sagen, wie kommen wir denn jetzt weiter? Ohne dass wir regredieren, ja, in absolutistische Richtung oder starke Mannvorstellung. Das finde ich auch noch sehr relevant. Ja, ich danke euch beiden für die vielen Praxisbeispiele, wie das Modell der Haltung angewandt werden kann. Und ich habe auch noch eine zum Abschluss, weil du, Lisa, von einem Check-in erzählt hast. Mein Lieblings-Check-out, den ich jetzt gerne weitergebe, ist die Frage, ich wünsche mir vom Team. Ja, und dann kannst du sagen, ich wünsche mir vom Team, dass wir weiter so machen und so schön reden. Ich wünsche mir vom Team, dass wir nächstes Mal eine Agenda haben. Ich wünsche mir vom Team das. Ja, wo also Spannungen, die am Ende des Meetings übrig bleiben, kurz in die Besprechbarkeit kommen. Und das ist auch eine schöne Erfahrung, weil dieser ganze, ich sag mal, verschluckte Frust ja plötzlich ein Ventil hat und plötzlich in Handlung und Verhaltung kommen kann, während er vorher einfach nicht geäußert worden ist. Und das sind auch so Mikrointerventionen. Ja, und es macht einen Unterschied, wenn du diese Frage kurz am Ende stellst und dauert keine 2 Minuten, hast du alle durch. Was wünscht ihr euch vom Team, Susanne? Ja, ich wünsche mir, dass wir in dieser Konstellation weiterhin so wunderbar nicht nur Gedanken spinnen, sondern sie auch in die Welt tragen dürfen. Ich wünsche mir, dass das Modell so einen praktischen Anker durch uns auch bekommt, dass es wie erlebbar wird. Also nicht nur intellektuell, sondern spürbar, fühlbar und dadurch verändernd. Ja, ich wünsche mir auch, dass ich weiter viel von euch lernen kann. Und wir machen ja zusammen diverse Lernreisen, Ausbildung, Workshops und dass sich da viele gemeinsame, ko-kreative Plätze für uns ergeben. Ich danke euch sehr. Und dir. Danke. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.